bin Daniele Bifi, Personal Trainer und Mental Coach in Berlin. Und heute sprechen wir über 400 Meter. Und wir sprechen über ein Training, der sogenannte 5x300 Meter mit 8 Minuten Pause. Das ist ein Training, der sehr wichtig ist, wenn du die 400 Meter vorbereiten willst. Es ist sehr wichtig, dass du alle 5 Läufe in der gleichen Zeit läufst. Das ist natürlich sehr, 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 sehr wichtig. Hier lernen wir auch, um locker zu laufen und wir lernen, um Energie zu sparen. Das ist natürlich das Wichtigste für einen 400 Meter Läufer. Wenn du die 400 Meter richtig gut laufen willst, natürlich die Energie zu sparen und richtig zu verteilen, ist natürlich das Wichtigste. Und hier kannst du das wirklich sehr gut lernen. Die Läufe solltest du um die Intensität ist um die 85%. Das heißt, die Läufe sind schon ziemlich flott, ziemlich schnell. Dieses Training ist sehr anstrengend und es wirkt. Dieses Training sollten wir in die zweite Phase von unserer Vorbereitung, das heißt in den sogenannten SPP, und das musst du um die 3-mal wiederholen. Ja? Und dann du willst jedes Mal besser fühlen und es bleibt anstrengend und soll es auch so sein und es macht auch natürlich auch sehr viel Spaß. Und ich wünsche dir viel Spaß mit so einem Training und dann wir sehen uns bis zum nächsten Mal.